Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, am letzten Schultag vor den Osterferien. So knapp vor Ostern spürt man ja den Krenz sozusagen schon in den Augen brennen, aus Vorfreude oder auch nicht. Bevor wir uns aber am Schinken und Reinling abarbeiten, haben wir noch ein paar gute Nachrichten aus Kärnten für euch. Wir berichten heute von sportlichen und technischen Höchstleistungen und einer Zukunft mit Perspektive. Bitte, Kerstin. Sehr gerne. Unsere Kärntner Athletinnen und Athleten erzielten bei den nationalen Special Olympics Winterspielen beeindruckende Erfolge mit insgesamt 56 Medaillen, 16 in Gold, 24 in Silber und 16 Bronzemedaillen. Die Wettbewerbe fanden in Schladming, Ramsau, Seiersberg-Birka und Graz statt. Bei einer feierlichen Begrüßung im Klangfurter Konzerthaus lobten Sportreferent Peter Kaiser und Landessportdirektor Arno Arthofer die Leistungen und den Teamgeist. An den Spielen nahmen 13 Kärntner Teams teil, die in Disziplinen wie Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Floorball, Langlaufen und erstmals Klettern unter insgesamt 1.100 Athleten und Athletinnen antraten, unterstützt von 400 Trainerinnen und 600 Helferinnen. Die Special Olympics, eine Bewegung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, bieten weltweit über 6,7 Millionen Sportlerinnen und Sportlern Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten. Vielen Dank, Kerstin. Von den sportlichen Höchstleistungen wechseln wir zu den technischen. Bitte. Beim Bau der zweiten Röhre des Karawankentunnels wurde ein bedeutender Fortschritt mit dem Tunneldurchschlag auf slowenischer Seite erzielt. An dem Festakt nahmen Sloweniens Premierminister Robert Golob, der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser und die slowenische Infrastrukturministerin Alenka Bratušek teil. Kaiser hob die Bedeutung des Projekts für die Verbindung zwischen Österreich und Slowenien sowie für ein zusammenwachsendes Europa hervor und betonte die Verbesserung der Verkehrssicherheit und die Entlastung für Verkehrsteilnehmer und Innen. Der Durchbruch wird als wichtiger Schritt zur Lösung des Verkehrsproblems und als Beitrag zur Positionierung Kärntens als Logistikzentrum gesehen. Die Fertigstellung der zweiten Tunnelröhre ist für Herbst 2025 geplant, die vollständige Inbetriebnahme für Herbst 2028. Der Tunnel, betrieben von ASFINAG und DARS, überwindet eine geologisch herausfordernde Grenze und ist ein Symbol für die Überwindung von Grenzen in Europa. Es gibt also Licht am Ende des Tunnels und es ist kein Feuer, sondern tatsächlich eine neue Freiheit, eine neue Perspektive. Vielen Dank, Kerstin. Um neue Perspektiven geht es ja auch in unserem letzten Beitrag. Das Projekt Zukunftswerkstatt Oberkärnten zielt darauf ab, ländlichen Regionen entgegenzuwirken, die mit demografischen Herausforderungen, Fachkräftemangel und Abwanderung besonders junger, gut ausgebildeter Frauen konfrontiert sind. Initiiert vom Land Kärnten und dem AMS fördert es die Vernetzung von Frauen, Unternehmen, Institutionen und Gemeinden in St. Veit an der Glan, um Frauen besser in den regionalen Arbeitsmarkt zu integrieren und Gleichstellung zu verbessern. Schwerpunkte sind Fachkräftepotenzial, Beschäftigung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Kinderbetreuung, Digitalisierung und Rollenbilder. Ein spezifischer Handlungsleitfaden für St. Veit wird entwickelt. Das Projekt wird finanziell von Land Kärnten und AMS unterstützt und vom Verein Equalize begleitet. Die Initiative adressiert auch traditionell männerdominierte Berufe und fördert die Gleichstellung im Arbeitsmarkt. Die nächste Zukunftswerkstatt findet übrigens demnächst in Feldkirchen statt. Vielen lieben Dank, Kerstin. Zum Abschluss noch einen Hinweis. Wer in der nächsten Woche freundliche Menschen mit roten Ostereiern trifft, kein Grund zur Sorge, das sind nur die netten Osterhäsinnen und Osterhasen der SPÖ Kärnten, die Land auf, Land ab unterwegs sind, um euch eine kleine Freude zu machen. Die schlechte Nachricht, Kärnten Kompakt entfällt aufgrund der Feiertagsdichte kommende Woche. Wir hören uns also erst im April wieder. Danke fürs Zuhören, habt einen schönen Tag und entspannte Ostern und vergesst nicht, gemeinsam machen wir Kärnten jeden Tag ein Stückchen besser. Ciao. Bis bald und frohe Ostern.